Leistungsdruck, Lernstress und die Angst, nicht mehr mithalten zu können. Eine Situation, die jeder kennt. Die Versuchung, jetzt ein Mittel zu nehmen, das Konzentration und Leistung steigert, ist groß. Auch Martin kennt diese Erfahrung. Während seiner Schulzeit bekam er Ritalin verschrieben. Das Ergebnis? Seine Noten wurden besser. Das kam damals dadurch, dass halt meine schulischen Leistungen immer weiter abgefallen sind. Ich vom Gymnasium auf Realschule runter bin. Auf der Realschule waren die Noten auch nicht so gut. Wir dann zum Jugendpsychiater gegangen sind. Der haben wir halt einige IQ-Tests gemacht. Die waren eigentlich ganz gut. Und er meinte dann, dass es halt nur eine Konzentrationsstörung sein könnte und hat mir dann Ritalin verschrieben. Genau wie Martin werden viele ADS-Patienten mit Ritalin behandelt. Das verschreibungspflichtige Medikament wird zwar auch als sogenannter Gehirndoper missbraucht, doch Martin fiel das Lernen tatsächlich leichter und rettete ihm so die Zulassung zum Abitur. Zum Halbjahreszeugnis hatte ich Noten, die gingen eigentlich gar nicht. Also damit hätte ich meinen weiteren Abschluss nicht gekriegt und wäre nicht zur Oberstufe zugelassen gewesen. War halt ein Schnitt von ca. 3,0. Wobei die Hauptfächer nicht gut genug waren und dann hatte ich aber halt Notensprünge und dann zum Abschlusszeugnis hatte ich einen Schnitt von 2,1, glaube ich. In den USA nehmen bereits bis zu 25% der Studenten leistungssteigernde Mittel. In Deutschland sind es noch weitaus weniger, doch das Interesse wächst. Ich meine, es ist eine Reaktion auf die sehr hohen Anforderungen, vielleicht auch eine Reaktion auf Bachelor, Master, wo der Druck nochmal sehr gestiegen ist. Nur unheimlich, also ich will ja das können, was ich selbst mache oder weiß und wie ich es auch immer lerne, aber nicht mit irgendwelchen Mitteln. Ich habe das mal gemacht, ja. War nicht so hilfreich, deswegen würde ich das nicht weiterempfehlen. Ich weiß nicht, ich wäre mir nicht sicher, ob es nicht doch irgendwelche Nebenwirkungen hätte oder doch nicht ganz so legal ist. Ich meine, ich nehme auch ein Aspirin, ja. Letztlich eine ähnliche Sache, bloß gegen Kopfschmerzen. Eine Meinung, die auch Katrin Passig teilt. Die Journalistin aus Berlin leidet an Narkolepsie und schwört deshalb seit 10 Jahren auf das verschreibungspflichtige Medikament Ritalin. Also das muss man sich ungefähr so vorstellen. Ich nehme eine halbe Tablette ein. Das dauert dann ungefähr eine halbe Stunde oder so, bis die wirkt. Und dann habe ich meistens schon mit der Arbeit angefangen, bevor ich das überhaupt merke. Dann arbeite ich so 3-4 Stunden konzentriert vor mich hin. Irgendwann lässt die Wirkung dann auch wieder nach. Dann bin ich müder, als ich sonst wäre, weil das ja keine Wachheit ist, die man einfach so geschenkt kriegt, sondern das ist ja mehr so eine Art Wachheitskredit, den man dann wieder zurückzahlen muss. Für die heutige Wissensgesellschaft wünscht Katrin Passig sich einen entspannteren Umgang mit leistungssteigernden Mitteln. Die Leute tun immer so in der Diskussion, als gäbe es die 2 Möglichkeiten. Entweder man kommt mit der hektischen Arbeitswelt irgendwie zurecht oder wir schaffen einfach die hektische Arbeitswelt ab. In Wirklichkeit gibt es diese 2. Option ja gar nicht. Und da finde ich es immer ein bisschen unfair zu sagen, nee, wir verbieten jetzt aber auch noch die Möglichkeiten, die es gibt, damit besser zurechtzukommen. Ritalin hemmt den Abbau von Glückshormonen und verlängert so ihre Wirkung. Es gehört zur Gruppe der Amphetamine und wirkt ähnlich wie Kokain. Deswegen fällt es unter das Betäubungsmittelgesetz. Auch der Sportmediziner Dr. Till Heine von der Uni Potsdam rät von einem leichtfertigen Umgang ab. Also Ritalin fällt in die Gruppe von sogenannten Stimulantien und weiß, dass es körperlich und psychisch eine Leistungsfähigkeit und Leistungssteigerung bewirken kann, weil das auch nicht unbedingt nachgewiesen ist für gesunde Menschen, fürs Ritalin. Und da gibt es eben auch andere Substanzklassen in dieser Gruppe, zum Beispiel das Koffein, was ihr natürlich kennt, oder auch andere Drogen, wo Amphetamine drin sind, wie Ecstasy oder Speed, oder eben auch das Kokain. Ob Kaffee, Energydrinks oder Vitamintabletten, um bessere Leistung zu erzielen, dopen wir uns täglich. Warum also kein Doping für unsere grauen Zellen? Ich denke, man kann Ritalin schon als Lernhilfe nutzen, allerdings sollte man das nur über einen gewissen Zeitraum machen und nicht davon abhängig sein im Endeffekt. Und das einfach dann auch wissen, wann Schluss ist, wann man es nicht mehr nehmen sollte, um es das dann abzusetzen.